So, herzlich willkommen zurück zu Folge 32. Ich habe die letzten Folgen ein bisschen Quatsch erzählt, weil ich da durcheinander gekommen bin. Tut mir leid. Wir haben eine Covered Operation. Request from South Africa. Ich könnte mal gucken, ob ich das Request erfüllen kann. Oh, kann ich sogar. Dispatch Items, okay. Noch ein bisschen Kohle bekommen. Alles klar. So. Haben die Ghost Armor bekommen. Das heißt, die Leute, die das anziehen, können sich unsichtbar machen für eine kurze Zeit. Aber nur wenn sie in Chaos sind, okay. Nochmal die Archangel Armor auch noch. Da kann man dann fliegen, theoretisch. You've got a large contact and it's coming in fast. We're going to have a difficult time keeping. Plasma Cannon. Das ist zwar ein großer, aber eine Plasma Cannon müssen wir das theoretisch hinkriegen, denke ich. Enemy is padlocked. Perfekt. Sogar bloß mit leichten E-Freeport. Jetzt haben wir ein richtig großes abgeschossen. Nehmen wir es ein. Abilities? Nein, nicht Abilities. Engineering Field of Upgrade Mech. Upgrade Cost. Oh, 120. Okay. Das sind Sky Rangers. So, Leutnant Gunsauge. Boy, Edit Unit, Customize. Das erstmal. Ich überlege gerade, ob ich einen Heavy Laser mal. Müsste schon erforscht haben. Moment mal kurz. Build by Items. Skeleton Suit. Death. Ah, so genau, wir haben das nächste Variante. Plasma Cannon, Laser. Ach ne, das ist ein Flugzeug, sagen. Reaper Rounds, Combat Stims, Railgun. Oh! Den soll ich gleich mal bauen. Der ist ja für den Mech. Submit Order. Machen wir's so: Sense Sky Rangers. Edit Unit, Loadout. 6 bis 8 Schaden. 4 bis 6 Schaden. Ja, der ist dann doch deutlich besser, denke ich. Ja. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Warum ist der hier im Customize wieder raus? Ja, doch das hier. So, der Rest müsste so stimmen. Support. Heavy, Heavy, Sniper. Hab ich noch einen Support gehabt? Unit. Den habe ich gerade bekommen. Die habe ich auch gerade alle bekommen. Aber ich könnte Cookie mitnehmen. Make items available. Accept. Edit Unit. Loadout. Zack. Zack. Zack, vermute ich mal. Sieht doch irgendwie fett aus. Gib mir jetzt mal die Antrag. So. Ich habe noch eine Titan Armor. Wo habe ich denn die dritte Titan Armor? Habe ich die gebaut? Mir gar nicht aufgefallen. Naja. Launch Mission. Oder 32. Kampf. Dropship has arrived. Begin Assault. We're dropping you just inside the Egyptian border. The alien craft went down in flames. We've pinpointed its final resting place in a rural area with no signal.
Keine Population, sprich keine Einwohner in der Nähe. Oh! Ich fange ja direkt dort an. Beim Attempt the Breach muss ich irgendwie was anderes denken. Ich denke aber, ich gehe außen rum. Vermutlich ist das die bessere Waffe dahinter. Ich zisch ab. Bist mal da ganz vor. Gypsy. That's affirmative. Die Großdame gibt mir, glaube ich, eine verbesserte Wahrscheinlichkeit, dass sie vorbeischießen oder irgend sowas. So, und du gehst dahin, damit du vielleicht nächste Runde schießen kannst. Irgendwie macht die Kamera komische Sachen gerade. So, bis wohin? Dahin kommt er. Contact. Oh nein, nicht. Wie gesagt, na herrlich. Ich weiß gar nicht, ob der MacTroop überhaupt wirken kann. Der sollte jetzt sterben. Der hat schon alles ausgelöst, was in Overwatch vor mir vorhanden war. Bis auf meinen Trooper, glaube ich. Den hat er nicht ausgelöst. Ja, bis auf meinen MacTrooper. Nö, nee, der hat auch nicht geschossen. What? Oder er hat die Mission gespart. What the heck? Bestätige! Riesen Vorraum hier. Die hat aber ausgelöst. Den auch. Na, bekommt die andere Variante. Okay, da oben ist Matt. Dass der durch die Tür passt, ist auch geil. Moment mal, in zwei Runden dort sein. Mhm. Oh, geil. Die Entfernung treffe ich auf jeden Fall nicht, deswegen auf jeden Fall wechseln. 72%. Naja, mal sehen. Ja. Das hat geklappt. In Bewegung. Da kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Ich hoffe, ich kann auch mit dem das machen. Mit ihm wohl das Meld einsammeln kann. Ja, langsam brauche ich es wieder. Ich versuche es einfach mal.
Darüber. Und hier ein bisschen verteilen. Ich habe hier mich hin. Die habe ich so weit hinten gelassen, das ist günstig. Das Problem ist, ich habe immer noch diese komische unsichtbare Viech da irgendwo rumkrabbeln. Und irgendwie ist Gypsy ziemlich lahm im Laufen. Voll, 6 Free-Schaden drauf. Okay, der kriegt erstmal ein schönes Schild verpasst. Also ich hab das andere Mal schon. So, mal testen. Ich hoffe, ich kann es jetzt damit aktivieren. Jupp, sehr gut. Top, 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 top. Ich werde mich wohl mal ein bisschen in Sicherheit bringen müssen hier. Wenn nämlich die Leute, die wichtig sind, es nicht sehen. Wie der hier. Nein, nichts schießen, sondern Overwatch, dankeschön. Ich könnte theoretisch auch hier hochgehen, aber was will ich da oben? Komm mal nicht wieder runter so einfach. Ich sehe, wenn ich da hingehe. Nicht gesehen. Dann lädst du mal einen Achter an der Stelle. Oh, der kommt aber nicht in der Mitte hoch, oder? Oh Gott, die braucht dringend eine bessere Waffe. Shit. Der kommt da hoch. Na klar. Ach, das ist ein... Aha. Shit. Der hat sogar nochmal bloß einen Schaden gemacht. Oh oh. Au. Fuck. War der da. Oh Scheiße, nein. Ach, ich dachte, ich schieße zweimal. Oh, 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 oh. %63. Bis zu 8 Schaden. %62, dass er überhaupt treffen kann. Doppelt 2 Schaden. Das irritiert mich. 100%. Boom! Gut, mein Gypsy den Titan Armor anhat. Sonst hätte sie deutlich weniger Leben. Jetzt erstmal selbst wieder heilen. Weil, ist sie nicht sogar gehen? Na egal. Mir alles Wurst. Hm. Das ist übrigens hier, da kann man hoch und runter. Stimmt, das wird ja dann in der Zeit eingeführt, solche Sachen. Sozusagen Sprungpads. Oh, der ist ein Opportunist, oh, und schon, sprich, der hat keine Aim-Einbußen. Okay. Ah! Perfekt!
Dankeschön. Oh. Das ist eine upgraded Version der Flotter. Ich würde dann gerne mal den umhauen. Oh. So geht's natürlich auch. Und der hat noch keinen Double Tap. Ja, wie kann ich die schießen? Ziemlich gar nicht. Ich glaube, ich habe da ein Problem mit meinem Typen jetzt da vorne. Ich dachte, ich kann es auf den Gegner machen, aber nee, der hat bloß. Ach, den Kinetic Strike da aufgemacht. Und der sieht immer nur den hin. Ja. Geh mal hier hin. Ups. Schade. Und die Sonne vorbei. Das wird ja mal besser. Ich will den Critical Strike. Sehr gut. Verstanden, Commander. Bin bereit. Kann weitergehen. Der trifft nicht, okay. Dann ist das nicht so schlimm. Der wird wohl schießen. Alien contacts are withdrawing. Nett, 7 Schaden einfach mal reingedrückt. Wolf, der fliegt zweimal. Sortiert nicht. Das sortiert mich arg. Den krieg ich auf jeden Fall tot. Prozent. Mach doch mal wieder weg. Sie macht eine Laserpistole einen Schaden. Oh. Mit einer verkackten Laserpistole. Also da darf ich ja kein Spotset benutzen mit meiner. Na, ist halt so. So, und der macht den Kinetic Strike auf den. Oh, der ruft die halbe Wand damit weg? What the fuck? Und ein 10er Critical. Nice. Aye, aye, Commander. 90. Ja, dann kann ich eigentlich hier die andere Waffe nehmen. Weil jetzt wohl Schaden. Jetzt wohl Schaden brauche ich nicht die große nehmen. No way that just happened. Der schafft's. Ja, sehr gut. Stimmt, das war so ein Ding. Oh Gott, dieses Riesenteil, das war extra large sozusagen. Rearming weapons. Du
gehst auf Overwatch. Du gehst vor und lädst nach. Falls er in der Mitte rauskommt, deswegen ist er auf Overwatch. Achso, du musst die Waffe wechseln, damit du nachladen darfst. 5. So, am besten laufe ich wahrscheinlich hier unten rum. Da bin ich nicht so verletzlich sozusagen. Läuft bis dahin. Ich ein bisschen sozusagen zwei Squads hab. Ja, der Lowrider. Läuft bis dahin und lädt's nach. Das kann ich so langsam, der stand gut, eins von beiden. Los geht's! Aber Türen aufmachen kann er nicht. Da kann er nur durchsprinten. Hier lohnt es nämlich dann nach oben zu gehen, weil hier oben kann man schön in die Mitte schießen. Das hat den Höhenvorteil. Ja, wir sagen, du lädst, gehst da und lädst nach. Du gehst mit darüber. Wo stelle ich dich hin? Du gehst wahrscheinlich erstmal bloß um die Ecke. Und lädst nach. Der Gaining von da, du kannst dich mal hier davor stellen. Nein! Das war eine Granate. Totaler Bullshit, hat mich verdrückt. Ich wollte eigentlich auf Overwatch gehen. Aber das ist bei allen auf 2, außer bei ihm. Ja, dann lädst du jetzt nach. Moment. So, weiter geht's. Du lädst nach. Ist ja nichts anderes, was du tun kannst. Du lädst mal nach. Du gehst mal bitte hier hin. Schon mal schön in die Ecke ran. Auf Overwatch in dem Fall, dankeschön. Jetzt hab ich hier die komplette Decke zerballert. Sehr gut. So, jetzt gehst du mal dort in die Mitte. Du gehst mit. Jetzt frage ich, ob ich durch die Mitte durchgehen oder nicht. Denke ich, geh durch die Mitte. Immer wieder. Squad-Zeit. 77% bis 10 Schaden. Mach mal. Perfekt. Overwatch. Das ist einfach nur so bitter. Das ist so. Und hallo und tot. Mal ein bisschen auf Flanken decken. Und du gehst mal schon vor. Und Orange. Aber er verschießt. Schade. Und Mind Control.
Oh, den daneben mind controlled. Versuchen wir es nochmal. Natürlich verfehlt er jetzt an einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ich denke, ich kann jetzt Run Gun brauchen. Bam! Dankeschön. Du bist wieder vor Overwatch. So, du gehst auch vor Overwatch. Irgendwie ist die Mucke ziemlich laut heute, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Du gehst auch vor Overwatch. Ist ein bisschen die Nachhut gerade. Laden. Anderen Mann hier ein bisschen aufbauen lassen. Kommt halt hier bis dahin. Schrecklich. Und du dashst mal ein bisschen hinterher. Auch wenn er eine ganz gute Position hatte. Nachladen sicherheitshalber. Mir gibt es einen komischen Soundbug, wenn der Roboter nachlädt. Geht es mir so. Mein Mund zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ankommt. Einfach ein Meld verloren. Bin ich hier rausgefunden, was ist. Wie laufe ich jetzt? Ich weiß nicht, mitten durch die Mitte vielleicht gut, so günstig ist. Ich hätte auch hier außen rumlaufen können. Noch nichts gefunden. Location confirmed. Ich denke, ich nehme den jetzt hier rüber. Und Lowrider lasse ich auf Overwatch. Vermute ich mal. Kommt die Tussi. Wah! Nie so weit. Mal gucken, was hier oben ist. Noch nix. Du bist mal jetzt ganz vorne dabei. Muss man nachladen, sonst habe ich bald keine Schlüssel mehr drin. Alles wieder im grünen Bereich. In Bewegung. Sollte aus. So. Der hört immer noch was, aber er sieht nichts. Was immer noch fehlt, ist so ein große Viecher, die.
die auch Mind Controllen können. Zusammenziehen. Du lässt mal den Schild einfach. Hinter mir? What the heck? Okay. Das irritiert mich arg. Dass hier nichts ist. Almost reversal of fate for the rest of the turn. Ich will mal wissen, wie das funktioniert. Position confirmed. Und. Boom. Das ist ja cool. Wenn hier nichts ist, dann geht auf jeden Fall rein. Komisch. Dann kann ich ja alles einsehen, hier ist ja wirklich gar nichts. Schräg. Da habe ich alles im Boot auf einer Seite. Toll. Die sitzt jetzt hier hinten um mich rumgelaufen. Oh, nee. Und Tops. Muss ich das letzte Vieh finden, das irgendwo rumhocken muss. Yay! Ich habe das letzte Meld gefunden. Irgendwie bin ich schon vorbeigelaufen. Könnte irgendwo draußen gewesen sein. Da habe ich vielleicht nie gesehen. Dann gehe ich halt mal dahin. Da habe ich nicht weiß, welche Entfernung die rauskommen. Mal lieber so. Jawohl, Sir. Der muss mal wieder da raus. Ich weiß nicht, was noch übrig ist, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Ja, ich weiß jetzt, dass es da hinten irgendwo ist. What? Den Support mit.
Ach Quatsch. Wieder eine KDL. Was sagen? Mir ist was falsch in der Hand. Da sind drei. Geht die mit hier und dann. Oh. Wo ist der Gegner? Oh Quatsch. Noch irgendwo da oben. Ah, da kommt er ja endlich. Und der Ball wieder übelst weit vorbei. Yay! Aha. Möchte irgendwie hin mit einer Granate? Nö. Aber die kann ich mal näher rannehmen und durch Run and Gun sogar noch schießen, denke ich. Prozent und 92. Nur die 82, weil das hier mit dem blöden Schild gibt. An der Stelle. Du bist dahin, du bist noch nicht zu sehen. Die kommst in der nächsten Runde zum Einsatz. Und du, falls sie vorkommen, gehst auf Overwatch. Nein, nicht Critical, Overwatch, dankeschön. So, und du kannst jetzt die Granate so werfen, dass der Typ stirbt. Haha, macht aber auch meine ganze Deckung kaputt von meiner Tussi. Fuck. Ich gehe auf Overwatch. 60 und 30. Mhm. Der kann vielleicht noch eine Granate werfen. Das ist vielleicht besser. Boom! Perfekt! Au. Der schießt auch noch doppelt. Au. Ich verteile den Schaden noch schön. Oh nö. Das finde ich jetzt gemein. Ich würde auch sagen, eine Runde. 92%. Und 57. Oh, da war schon tot. Ja, passiert. Ja, das war Folge 32. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das jetzt richtig sein, ja. Wie der ganze Auge, ich bin promoted. To Captain. Bring him on, as one damage on critical hits for each enemy the squad can see. Against any enemy who close to the front. Oh, wenn sie nah genug dran ist, kann sie immer Reaction Shots machen. Das ist ja cool. Auch das hätte ich gerne. Marco has been promoted. Covering fire, Sprinter. Enemy text not just movement. Das war ziemlich cool, aber ich denke, als Support hätte ich eigentlich jemanden, lieber jemanden, der weit laufen kann. Lowrider has been promoted to Major. Low profile. Jetzt zählt alle Deckung bei ihm als Volldeckung. Heavy Floater Autopsy. Research. Archangel Armor.
Another variation on a previously identified specimen, this is the heavy floater. As you can see, the aliens have made substantial improvements to the armor and weapons systems available, while removing some of its exposed vulnerabilities. An extremely dangerous combatant. Advanced Reaper Protector available in the foundry. Cool. Should we have AM materials grow, we believe that we could develop a process that would reduce the repair time of our fighter craft and shift units. Okay. So. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Runde. Dankeschön, Folge 32. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Und wir sind ja schon relativ weit. Irgendwann muss es bald zu Ende sein. Also, wie gesagt, Dankeschön und bis bald.